Seit Juli 2013 wird über das Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den USA diskutiert. Transatlantic Trade and Investment Partnership nennt sich das Abkommen, kurz auch TTIP. Was von dem geplanten Abkommen zu halten ist, darüber herrscht Streit. Ich mache mich nun auf den Weg zu einigen Experten hier in Münster, um herauszufinden, welche Vor- oder auch Nachteile TTIP tatsächlich mit sich bringt. Durch das Abkommen zwischen Nordamerika und vielen Staaten Europas soll eine Freihandelszone entstehen. Diese würde es Unternehmen ermöglichen, ihre Waren im Ausland zum gleichen Preis verkaufen zu können wie im Inland und das ohne Zölle, Mengenbeschränkungen oder aufwendige Bürokratie. Außerdem könnten zusätzliche Arbeitsplätze geschaffen werden, es gäbe mehr Auswahl beim Einkaufen und niedrigere Preise. Es wäre also möglich, die allgemeine Wirtschaft anzukurbeln. Durch TTIP sollen allgemein Gesetze und Standards angeglichen werden. Viele Menschen machen sich daher Gedanken über Eingriffe in ihre Arbeitnehmer- und Verbraucherrechte. Ich befinde mich nun in der Universität in Münster und möchte herausfinden, wer ganz konkret von dem Freihandelsabkommen profitiert und was eventuell für das Abkommen spricht. Dazu treffe ich mich gleich mit Herrn Abholte. Als Wirtschaftsprofessor der Universität ist er ein Experte, wenn es um Fragen zu TTIP geht. Also grundsätzlich ist es so, dass der Handel gerade über große Strecken wie zwischen Europa und den Vereinigten Staaten zunächst mal Vorteile mit sich gebracht hat für tendenziell große Unternehmen, weil die großen Transportkosten stemmen konnten, weil sie die Kosten der unterschiedlichen Rechtssysteme, die Kosten, die das mit sich bringt, besser tragen konnten. Das allerdings ändert sich im Laufe der Zeit, denn die Transportkosten sind über die letzten Jahrzehnte dramatisch gesunken. Und das bringt sehr viele Vorteile natürlich für kleinere und mittlere Unternehmen, die sich das jetzt auch leisten können. Und wenn man jetzt an TTIP denkt, dann bedeutet das, dass das wiederum solche allgemeinen Kosten des Handels senkt. Wir brauchen uns nichts vorzumachen, die Schutzstandards, die wir sowohl im Verbraucherschutz als auch bei Lebensmitteln, Medikamenten und so weiter haben, sind in den USA und in der EU vergleichbar. Wir haben das gerade gesehen, dass bei uns ein deutsches Unternehmen erwischt wurde, etwa bei Umweltstandards, wo auch ein Klischee sagt, dass da die USA nicht sehr weit wären. Aber die haben es entdeckt und nicht wir. Es ist richtig, dass im Einzelfall Anpassungsprobleme entstehen, denn es kann natürlich sein, dass jemand seinen Arbeitsplatz darüber verliert. Und es kommt dann darauf an, dass wir mit einer klugen Arbeitsmarktpolitik, übrigens auch mit einer Bildungs- und Ausbildungspolitik, dem begegnen. Da sollten wir ansetzen. Aber nicht darin, dass wir solche Prozesse, solche Marktanpassungsprozesse behindern, denn das macht uns auf lange Sicht ärmer und nicht wohlhabender. Nun konnte ich einen ersten Eindruck der wirtschaftlichen Motive für TTIP erhalten. Herr Etzel, ein Rechtsanwalt aus München, hält jedoch ein sehr schwerwiegendes Argument fest, welches gegen das Freihandelsabkommen in geplanter Form spricht. Er erklärt mir, dass vor allem die sogenannten Investor-Staat-Schiedsverfahren ein Problem in der TTIP-Debatte darstellen. Das bedeutet, wenn zum Beispiel in Europa ein neues Gesetz zum Umweltschutz eingeführt wird und ein nordamerikanisches Unternehmen das TTIP dadurch verletzt sehe, dann könnte es Klage einreichen. Das hätte Schadensersatzforderungen zur Folge und könnte in Milliardenbeträgen enden. Schiedsgerichte gibt es natürlich derzeit auch schon, international, national. Aber hier geht es ja darum, dass USA und Europa eine Vereinbarung schließen, dass es eben ein Schiedsgericht gibt, wie das nachher zusammengesetzt ist und welche Rechtsmittel es geben soll. Das ist höchst fraglich und möglicherweise existiert das Ganze nur in der ersten Instanz. Nur, wer soll es denn dann sein? Entweder sind es dann eben Anwälte und oder Richter, die man dazu beruft. Das heißt, der gesetzliche Richter für bestimmtes Gericht erscheint mir am sinnvollsten, die nichts anderes machen, letztendlich als dann berufsmäßig und völlig unabhängig über Streitigkeiten, die sich aus diesem Abkommen ergeben, zu entscheiden, wie das in anderen Gerichtsverfahren auch der Fall ist. Der Lösungsansatz von Herrn Etzel für das Problem der Schiedsgerichte ist ein erster Schritt für mehr Transparenz in den TTIP-Verhandlungen. Herr Jörg Rostek ist mein letzter Interviewpartner und der Sprecher des Bündnis Münster gegen TTIP. Von ihm möchte ich wissen, ob sich Demokratie und Wirtschaft im Zusammenhang mit TTIP also ausschließen? Nee, gar nicht. Also es ist kein Duell Wirtschaft gegen Demokratie oder ähnliches. Denn ich selbst kenne sehr viele Unternehmer, die haben ein grünes Bewusstsein, die wollen ordentlich bezahlen. Ja, die gucken, wer sind meine Zulieferer.
die Freiheit des Einzelnen endet ja immer da, wo die Freiheit des anderen anfängt. Und das funktioniert vielleicht ganz gut zwischen uns beiden jetzt, wo wir hier so sitzen, aber im internationalen Kontext, wenn man die Person nicht sieht, deren Kinder da gerade und so weiter, oder was Klimawandel betrifft, das sind so lange Prozesse, da fehlt uns ein bisschen die Wahrnehmung, da haben wir keinen Sinn mehr. Er erklärt mir, dass es ein Positionspapier gibt, welches von unterschiedlichen NGOs gemeinsam verfasst worden ist. Diese fordern Demokratie und Transparenz, Rechtsschutz für Menschen statt privilegierter Klagerechte für Konzerne, Vorsorge und Verursachungsprinzip als Kern des Klima- und Umweltschutzes, kleinbäuerliche und ökologischere Landwirtschaft schützen, hohe VerbraucherInnen- und Gesundheitsstandards, Arbeits- und Menschenrechte durch klare und durchsetzbare Regelungen verbindlich schützen, internationale Solidarität und Kooperation statt immer mehr Wettbewerbsdruck, Schutz und Ausbau öffentlicher Dienstleistungen statt weiterer Liberalisierungsoffensive, Schutz und Förderung der Vielfalt kultureller Ausdrucksformen statt weiterer Kommerzialisierung, Regulierung des Finanzsektors und Abbau ökonomischer Ungleichgewichte, Innovationen, Bildung und Informationsfreiheit. Geht eher Richtung regional statt den globalen Handelsstrukturen. Das alles sollte wirtschaftlich verfasst werden. Das hat auch was mit Freiheit zu tun, denn die Freiheit, die wir uns heute nicht nehmen, die fehlt uns dann morgen, wenn es zu spät ist. Ich glaube, die Flüchtlingsströme, die wir gerade erleben, die sind, ich sag's mal deutlich, ein Mückenschiss gegenüber dem, was uns erwartet, wenn in China oder in Indien aufgrund des Klimawandels die Trockenperioden länger werden. Damit sollten wir uns beschäftigen, sodass unsere Wirtschaftsweise an sich nicht die Fluchtursache bleibt. Und dafür brauchen wir global eine andere Handels- und Wirtschaftsstruktur. Und die ist mit TTIP nicht möglich. TTIP schließt das per se aus. Schon von der Denkrichtung her und von den Akteuren, die das im Vorfeld geprägt haben, ist das sozusagen fast ausgeschlossen. Das ist unsere Chance, einen Gegenentwurf vorzulegen. Ein Fairhandelsabkommen statt einem Freihandelsabkommen. Und das, daran arbeiten wir. Dafür braucht man Öffentlichkeit. Und deswegen geben wir uns Mühe, dass wir halt ständig mit Aktionen und Demonstrationen und Unterschriftenlisten und so weiter in der Öffentlichkeit sind. Dass den Leuten klar ist, dass das halt noch läuft. Ne? Das ist halt nichts, was jetzt von jetzt auf nachher plötzlich verschwindet oder so, sondern die Verhandlungen dauern ja schon, ich will jetzt über ein Jahr, und wir sind auch schon über ein Jahr aktiv. Im Jahr 2016 sollen die Verhandlungen über TTIP ein Ende finden. Herr Jörg Rostek ist davon noch nicht sehr überzeugt. Also ich persönlich finde die Idee eines Fairhandelsabkommens sehr spannend. Ich würde mich freuen, wenn es eine Einigung gäbe, die kein Ende für das Wirtschaften bedeuten müsste, sondern eine faire und nachhaltige Art des Wirtschaftens vorantreiben könnte.